Inmitten des zauberhaften Glanzes der festlichen Vorweihnachtszeit entführt das Vindobona sein Publikum in eine Welt voller Magie, Kunst und kulinarischer Genüsse mit ihrer neuen Inszenierung Dinner Before Christmas. Build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He says, "I am married, we say no man, but you can do the job when you're in town." Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Das neueste Meisterwerk von Wolfgang Ebner und seinem kreativen Team verspricht ein unvergessliches Erlebnis in einem traumhaften Ambiente. Die Idee zu Dinner Before Christmas ist entstanden. Das Vindobona zeichnet sich aus durch Eigenproduktionen, und zwar immer die Kombination aus Theater und Dinner, Kulinarik. Dafür steht dieses Haus, dafür steht unser Geschäftsführer, der Wolfgang Ebner, weil das ist auch sein Steckenpferd. Und er kommt aus dem Theaterbereich, aber aus der Gastronomie, er liebt gutes Essen. Und so war die Idee schon immer hier im Haus. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. A merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Die künstlerische Leitung von Rita Sereinig verleiht dem musikalischen Programm eine einzigartige Note. Unter ihrer Regie entfaltete sich Dinner Before Christmas als ein Weihnachtsprogramm, das keine Wünsche offen lässt. Weihnachtsprogramm war mir wichtig, möglichst viele verschiedene Weihnachtslieder, Weihnachtseinflüsse in einer Show zu verpacken. Das heißt, wir haben amerikanische Weihnachtslieder und wir haben aber auch tatsächlich Es wird schon gleich dumper, wir haben auch O Tannenbaum, aber das haben wir in einem Medley verpackt. Also ich glaube, es ist für jeden Weihnachts, wie soll ich sagen, Fan was dabei. Wir haben auch Poplieder, wir haben ein Lied von Ed Sheeran und Elton John, ganz moderne Sachen, aber auch eben traditionelle Sachen. Und mir war wichtig, dass wir so einen angenehmen Mischmasch, ein angenehmes Mix aus allen Traditionen in eine Show verpacken. Und wir haben auch zwei Lesungen, weil, finde ich, Weihnachten ist die Zeit der Ruhe, sollte sein. Und deswegen finde ich, dass Erwachsene auch quasi wieder mal gewohnt sein können, eine Geschichte zuzuhören. Das heißt, wir haben zweimal wird eine Geschichte vorgetragen. Wäre super, wenn wir es gemeinsam schaffen, im Vindobona die Gäste 2,5 Stunden, 3 Stunden lang wirklich aus dem Alltag rauszureißen. Dass man wirklich hier sitzen kann und sich denken kann, es gibt schöne Momente, man kann sich einfach berieseln lassen, man kann schöne Stimmen hören, man kann einfach abschalten von wahrscheinlich dem stressigen Alltag und dem, was leider sonst in der Welt passiert. Also mein Anliegen ist es generell mit der Kunst und das, was ich gern machen will, Leuten schöne Momente schaffen. Ja. Aber hier über den Schnee geht der Schein bei der Nacht. Kindle, fein Kindle, klar. Ist kein Herzle verlassen, das sie fehlt bei der Nacht. Wärst du so auf der Bühne bezaubern die Musical-DarstellerInnen Sarah Zippusch, Sabrina Seibert, Maximilian Vogel und Konstantin Zander. Ihre Stimmen entführen das Publikum in die Welt der schönsten Weihnachtslieder, von traditionellen Klassikern bis hin zu zeitlosen Hits. Liebe natürlich, aber ich glaube einfach die Vielseitigkeit von Weihnachten. Von Spaß, von Kärntner Lieder bis Wiener Lieder, das kommt alles noch, bis zu Let It Go, auch Musical. Also ich finde einfach diese Vielfalt, ja, von Weihnachten.
Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich persönlich finde es sehr, sehr vielseitig. Wir haben witzige Momente, wir haben sehr, sehr ernste Momente, wir haben verschiedene Sparten, die wir bedienen. Wir haben wirklich das klassische Weihnachts-Broadway-Musical, das gleich noch kommt im zweiten Teil. Dann haben wir ein Kärntner-Lied dabei, ein Schweizer Weihnachtslied. Und ich glaube, es ist die Vielseitigkeit, die es wirklich ausmacht und die es auch so spannend macht. Wir haben nicht nur Balladen, wir haben auch fetzige Popsongs dabei. Und ich glaube, das macht es so spannend und unterhaltsam. But for now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. But for now, Merry Christmas. Die Künstler verzücken nicht nur mit ihrem unglaublichen Talent, sondern transportieren auch Liebe und Hoffnung, was dieses Weihnachtsprogramm zu einem berührenden Erlebnis macht. Ich glaube, dass die Weihnachtszeit normalerweise einfach eine sehr stressige Zeit ist. Man muss Geschenke suchen und alles drum und dran. Und ich glaube, hier ist der Moment, wo man runterfahren kann und sich richtig auf Weihnachten einstimmen kann. Und ich glaube, diese Message möchten wir transportieren, dass man eben Weihnachten im Herzen auch mitnimmt und nicht nur gestresst durch die Stadt eilt. Ich glaube, dadurch, dass die Weihnachtslieder alle genauso facettenreich geschrieben sind, wie sie eben geschrieben sind, glaube ich, dass es keinen bewussten roten Faden gibt, aber ich glaube, Weihnachten und die dazugehörigen Lieder, das Thema Liebe, da kommen wir nicht drum rum. Das musikalische Spektakel wird durch das beeindruckende Duo Aquarius vervollständigt, die mit ihren akrobatischen Einlagen für Gänsehautmomente sorgen. Für uns toll. Für uns ist es schon das zweite Jahr, dass wir hier dabei sein dürfen und das freut uns natürlich sehr. Und ja, eine Weihnachtsshow zu spielen, gerade zu dieser Zeit mit dem Ensemble und den Sängern und für mich dann vor allem live begleitet zu werden mit dem Gesang von diesen tollen Stimmen, ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Weihnachten ist nicht nur besinnlich und ruhig, sondern auch ein bisschen lustig. Und man soll Familienzeit, Freude, eine gute Zeit haben. Sollte man mitnehmen nach der Weihnachtszeit dann auch mit über das ganze Jahr. Aber in der Zeit geht halt alles ein bisschen in die Ruhe. Und das ist schön, wenn die Leute das mitnehmen können. Dinner Before Christmas verspricht somit nicht nur festliche Unterhaltung, sondern auch eine herzerwärmende Reise, die die Magie der Weihnachtszeit noch bis zum 16. Dezember in all ihren Facetten feiert. Wunderbar für den vorm ersten Advent, also wirklich hinreißend und bezaubernd. Ich bin begeistert. Ganz toll, ja. Das ist fantastisch, besser als letztes Jahr. Ganz toll, ich liebe das, weil Christmas und Artistik ganz wunderbar.